So, doch nochmal ein Video, starten wir aber anders. Erst mit ein paar persönlichen Worten, dann gehen wir nochmal kurz in den Chart. Also, ich habe gerade auf Instagram schon ein paar Worte hoffentlich an dich gerichtet. Ich weiß nicht, ob die dich erreichen. Ich möchte dich auf jeden Fall mit diesen Worten hier erreichen. Also, 2021 war ein geiles Jahr. Für Krypto war es ein gutes Jahr, nicht nur was die Marktkapitalisierung und die prozentualen Zuwächse anbelangt, vor allem aber auch für die Akzeptanz weltweit für den Stellenwert von Krypto, und das ist geil. 2021 war aber auch mit Sicherheit, ich bin zu 100% überzeugt, ein geiles Jahr für dich. Entweder konntest du Fortschritte machen oder du hast wichtige Dinge gelernt. Und das ist wichtig. Leute, ich habe in meinem Leben extrem viele, extrem hässliche Rückschläge erlebt. Und auch bei mir ist regelmäßig immer und immer wieder mal die Kacke am Dampfen. Das ist vollkommen in Ordnung, das ist vollkommen gut so. Das wird nur zum Problem, wenn du das nicht akzeptierst und wenn du dich von negativen Dingen herunterziehen lässt. Wir sind durch Social Media, wir sind in unserem Alltag so vielen Reizen ausgesetzt, dass allein schon diese Reizüberflutung dazu führt, dass wir negativ sind oder negativ werden, weil wir das gar nicht alles wahrnehmen können. Und der Mensch ist natürlich darauf gepolt, sich zu verteidigen, sich in Sicherheit letztendlich zu wiegen. Und dementsprechend filtern wir Dinge raus, die für uns Gefahr bedeuten können. Was dazu führt, dass wir viel, viel mehr negativen Dingen Aufmerksamkeit schenken als positiven Dingen. Was wiederum darin resultiert, dass wir sehr, sehr negativ und sehr, sehr engstirnig durch die Welt gehen. Das muss nicht sein. Ich weiß, es ist schwierig, aber es ist jedes Mal eine aktive Entscheidung zu sagen, ich akzeptiere es und mache weiter, oder ich halte mich ganz, ganz lange mit negativen Dingen auf. Ich persönlich war ein Großteil meines Lebens zwar, ich sag mal, halbwegs happy, halbwegs da im Leben, aber war immer negativ. Ja, ich habe mich über Dinge abgefuckt, ich habe mich über Sachen aufgeregt, die niemand anderen geschadet haben, außer mir selbst. Und das ist ein wichtiger Punkt und das müssen wir lernen zu akzeptieren. Deswegen 2021 war geil. Entweder du hast Fortschritte gemacht oder du hast gelernt. Und ohne dieses Lernen wirst du nicht Dinge erfolgreicher machen können. Das funktioniert nicht, weil wenn du es besser gewusst hättest, egal was du gemacht hast, vor allem auch im Trading, wenn du dicke Fehler gemacht hast, wenn du viel Geld verloren hast, hättest du es vorher besser gewusst, hättest du es ja anders gemacht. Deswegen bereuen bringt dir nichts. Ich gehe davon aus, dass du nicht Dinge extra machst, die dir schaden. Ich gehe auch davon aus, dass du tief in dir drin keine Dinge machen möchtest, die anderen Menschen schaden. Es ist für dich viel, viel geiler und viel, viel glücklicher, wenn du Menschen Positivität, Nutzen, Mehrwert stiftest. Und natürlich ist nicht jeder Mensch lieb. Und natürlich ist nicht jeder Mensch irgendwie immer nur positiv und keine Ahnung was. Ich glaube aber, dass ein ganz, ganz großes Problem oder ein ganz, ganz großes Phänomen, was dazu führt, ist halt einfach Egoismus. Dass wir letztendlich denken oder gelernt haben, alle anderen sind böse und wir müssen uns schützen. Nein, Mann, wir müssen uns nicht schützen. Wir müssen uns nicht als Helden darstellen. Es ist in Ordnung, verletzlich zu sein. Es ist in Ordnung, angreifbar zu sein. Es ist in Ordnung, nicht perfekt zu sein. Du bist perfekt mit deiner Imperfektion. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Message, Leute. Trading ist ein verdammt hartes Business. Und wie man so schön sagt, ja, ich glaube, ich habe es im letzten Video auch schon gesagt, Trading ist letztendlich das härteste Business, um schnell Geld zu machen. Geld ist involviert, Emotionen sind involviert. Es ist verdammt nochmal ein hartes Brett. Und das, was uns auf Social Media vorgeschwärmt wird, das ist nicht die reale Welt. Ja, ich habe sehr, sehr viele Menschen, in Anführungsstrichen erfolgreiche Menschen kennengelernt, zu denen ich lange Zeit nicht unbedingt aufgesehen habe, aber wo ich mir schon dachte, boah, krass, was da erreicht wurde. Und ich sag dir, wie viele Leichen im Keller sind. Auch ich bin nicht perfekt. Ich mache auch den ein oder anderen Fehlgriff. Auch ich mache hier und da mal Werbung, ja. Ich kann auch nicht jeden Menschen glücklich machen, weil sonst wäre ich Eisverkäufer geworden. Aber nichtsdestotrotz habe ich einen Sinn und einen Zweck. Und ich habe in diesem Jahr für mich persönlich sehr, sehr viel erreicht und habe gemerkt, je mehr ich persönlich erreicht habe, was materiell erreichbar war, desto weniger bedeutet es mir. Ich kann dir trotzdem sagen, das ist eine wichtige Erfahrung, weil ich war lange Zeit der Meinung, ja, Leute, die alles haben, die können das ja leicht sagen. Deswegen versuch, deine eigenen Erfahrungen zu machen. Versuch nicht, deine Learnings auf Erfahrungen anderer aufzubauen, sondern versuch, das vielleicht zu nutzen, um deine eigenen Erfahrungen zu machen. Wenn ich davon überzeugt bin, dass ein Trade nicht gut ist, ja, dann heißt das nicht für dich, dass du den nicht machen sollst. Im schlimmsten Fall bedeutet das für dich, mach diesen Trade, lern daraus, gleiche deine Erfahrung mit meiner ab und versuche daraus besser und erfolgreicher zu werden. Gesteh dir Fehler ein, reflektiere und gib nicht die Verantwortung an andere Menschen weiter.
Mach nicht andere Menschen dafür verantwortlich, was du denkst, was du bist, was du werden wirst. Erlaube dir zu wachsen, erlaube dir Fehler zu machen. Unsere Gesellschaft, die Schule bestraft uns für Fehler. Machst du einen Fehler in den Knast, machst du einen Fehler nachsitzen, Klasse wiederholen. Wir werden gemessen an Maßstäben, die für uns persönlich gar nicht gemacht sind. Sportunterricht, ja. Du lernst das Volleyballspielen, hast noch nie einen Ball in der Hand gehabt. Du wirst gegen jemanden in deiner Klasse gemessen, die oder der im Verein gespielt hat und was weiß ich nicht alles. Ja? Die Person kriegt eine 1, du kriegst entsprechend nur eine 3 oder 4, obwohl du in diesem Jahr extrem viel gelernt hast. Wie bewertest du dich jetzt im Trading? Vergleichst du dich mit jemandem, der möglicherweise, ja, wir wissen es noch nicht mal, Social Media ist nicht bereit, dir Ergebnisse zu präsentieren, sondern immer nur Scheinergebnisse, Scheinresultate zu zeigen. Guck mal das Auto, guck mal dies und das, aber ein Track Record, eine Performance oder mal ehrlich zu sagen, Alter, ich habe verkackt. Das erlaubt Social Media nicht, weil eben das Geld gesucht wird, weil diese Anerkennung gesucht wird. Anstatt sich selber zu erfüllen und selber seine Purpose of Life, die Bedeutung des Lebens wirklich zu füllen, wird einem Ideal nachgeeifert, das wir niemals erreichen können. Und du vergleichst dich mit Menschen, die dir wahrscheinlich sogar einfach nur etwas vorgaukeln und bewegst dich auf ein Idealbild zu, was du niemals erreichen kannst. Vergleichst dich mit jemandem, der gar nicht ist, wer er ist. Und du denkst, du bist schlechter. Nein, Mann. Wenn du in der Sekunde akzeptierst, dass du bist, wer du bist und vielleicht noch nicht die Person bist, die du sein willst, dann setz alles daran, diese Leidenschaft und dieses Feuer in dir brennen zu lassen und lass es durch niemanden löschen. Die Welt will nicht immer nur dein Gutes, vor allem will die Welt für sich selbst das Beste. Und das wird teilweise auch sehr, sehr skrupellos auf deine Kosten gemacht. Das heißt also, bleib dir selbst treu, glaub an dich selbst und vor allem akzeptiere Dinge. Life goes on, lass dich nicht von Menschen herunterkriegen, egal auch wenn es deine Familie oder Freunde sind. Ja, du weißt, was für dich am besten ist, aber vor allem auch, und das ist ein ganz großer Wunsch von mir, bleib menschlich. Ich habe durch viele Dinge, die ich erlebt habe, durch viele Dinge, die ich für mich persönlich erreicht habe, du merkst immer, ich beziehe das immer auf mich, weil ich glaube nicht, dass das, was ich erreicht habe, das Ideal, was ich anstrebe, dass das ein Ideal für jeden Menschen ist, ja? Glaube ich nicht. Aber ich habe für mich wichtige Meilensteine erreicht und ich habe gemerkt, das alles ist nur für mich bedeutend. Es gibt Menschen, die jubeln dir zu, es gibt Menschen, die... weiß ich nicht, die beleidigen dich aufgrund dessen, was du willst oder was du sein möchtest und hier und da. Und das ist in Ordnung so. Du bist nicht auf die Welt gekommen, um es anderen Menschen recht zu machen. Du bist auf die Welt gekommen, um es dir und den Menschen in deiner Umgebung, die dir was bedeuten, um euch ein Glück im Leben zu bescheren. Deswegen nicht aufgeben, weitermachen. Glaub an dich, glaub an deine Kräfte, glaub an deine Vision. Glaub nicht an irgendwelche Worte, die dir Social Media einbläuen will. Glaub auch nicht unbedingt an das, was ich dir sage. Auch ich habe meine Macken, auch ich habe meine Fehler. Da stehe ich auch ganz offen zu. In diesem Jahr lief nicht alles glatt. Eigene Trades liefen nicht alle glatt. Signalgruppen liefen nicht alle glatt. Copytrading lief nicht alles glatt. Und trotzdem kann ich besten Wissens und Gewissens sagen, ich bin ein echter Mensch, der echte Ambitionen, echte Leidenschaften hat. Und deswegen, was nicht gut war, wird besser gemacht. So lange, bis es besser wird. Ich erlaube mir, eine Version zu sein, die lernt. Und mit diesem Lernfortschritt werde ich besser, kann Menschen besser unterstützen. Und ich sage dir, für mich persönlich gibt es nichts Wichtigeres in der Welt als Liebe, Leidenschaft und Wertschätzung. Ich habe gelernt, dass diese Wertschätzung hier auf den sozialen Kanälen mir unglaublich viel Glück, unglaublich viel Zufriedenheit schenkt. Dass es teilweise schon beängstigend ist, wie schön es ist, mit Menschen einfach voranzuschreiten. Und ich weiß, wenn es dir gut geht, wenn ich hier echten Mehrwert stifte, wird es mir niemals schlecht gehen. Das weiß ich. Und selbst im schlimmsten Fall, wenn ich alles verlieren sollte, aus welchem Grund auch immer, klopf auf Holz, dass das nicht passiert, aber wenn das passieren sollte, dann weiß ich, mit Menschen, mit denen ich mich hier umgebe, die in die gleiche Richtung schauen, die ein Herz in sich schlagen haben, was nicht nur auf Gier, was nicht nur auf Macht aus ist, sondern vor allem auch auf Menschlichkeit, Mitgefühl, Empathie und Leidenschaft, dann weiß ich, im schlimmsten Fall würdest du mir einen Zehner leihen, damit ich mir heute Essen kaufen kann. Das Gleiche würde ich für dich tun. Und das ist Menschlichkeit. Und das kann auch über soziale Medien verbreitet oder sogar erschaffen werden. Wir machen es. Und wenn es
alle noch nicht geschafft haben, dann werden wir es machen. Und dafür bin nicht nur ich da, sondern dafür bin ich Teil einer ganz großen Vision. Und Wall Street Story steht nicht dafür, dass wir die Tollsten sein müssen, dass wir die geilsten Uhren haben müssen, dass wir in Dubai sind und andere Menschen nach Dubai holen. Nein, Wall Street Story steht für Transparenz und Loyalität. Und wenn was scheiße ist, dann darfst du mir das sagen. Und wenn was scheiße ist und du mir das sagst, werde ich daraus lernen und es besser machen. Wall Street Story steht vor allem für die Vision, für die Gesichter, die dahinter sind. Ob wir im kommenden Jahr 5.000 Abonnenten sind, 50.000 Abonnenten, das ist scheißegal. Hauptsache, wir erreichen hier Menschen. Und wenn ich Menschen erreiche, die wirklich auch sagen, Dominik, das war wertvoll und dafür bin ich dankbar, haben wir die Welt verändert. Und das ist wichtig. Es gibt eine sehr schöne Geschichte, vielleicht etwas zu klischeehaft, aber ein alter Mann, ein Opa geht mit seinem Neffen am Strand entlang. Und es wurden ganz, ganz viele Seesterne auf den Sand gespült. Und der kleine Junge, der rennt von Seestern zu Seestern und wirft ihn zurück ins Wasser. Dann sagt der Opa zu seinem Neffen, Junge, du wirst niemals einen Unterschied erreichen. Du wirst niemals alle Seesterne zurück ins Meer werfen können. Ja? Das wird nichts bringen. Und der kleine Junge sagt, selbst wenn es für alle nichts bringen wird, es zählt für diesen Seestern und wirft ihn zurück. Es zählt für diesen Seestern und wirft es zurück. Und das ist das Mindset, was wir haben sollten. Vielleicht erreichen wir nicht die gesamte Welt. Wir können nicht die gesamte Welt glücklich machen und bekehren. Wir müssen uns von den Menschen letztendlich distanzieren, die nicht super zuträglich für unser Wohlbefinden sind. Wir müssen uns aber den Menschen nähern, die davon wirklich Nutzen schenken. Deswegen schenkt euch Liebe, schenkt euch Kraft und schenkt euch Leidenschaft. Motivation ist das A und O des Handelns, aber mit Motivation fängst du an. Die Disziplin ist es, was dich Dinge durchziehen lässt. Sei diszipliniert im Trading, im Sport, in der Gesundheit, vor allem aber auch in der Familie und vor allem auch in der Partnerschaft. Liebe, Zuneigung, Respekt ist alles eine Sache der Disziplin. Und Disziplin, Wiederholung erschafft Systematik. Und Systematik erschafft Ergebnisse, die sich replizieren lassen. Und das ist das, was unseren Herzschlag letztendlich in Beruhigung bringt, was uns durchatmen lässt. Das, was du sagst, da fühle ich mich wohl, ist deine Atmosphäre, die du selber schaffen kannst und schaffen musst. Und das ist ganz wichtig. Deswegen, ich wünsche dir nicht viel für 2022. Ich wünsche dir aber vor allem, dass du glücklich bist und ich wünsche dir viele, viele, viele wichtige Momente, an denen du lernst, an denen du wächst und an denen du wirklich Menschen erreichst, die dir etwas bedeuten. Alles andere kannst du dir holen. Ich wünsche dir viel Gesundheit. Bleib, wie du bist, aber werd zu der Person, die du werden möchtest. Vergiss die Menschlichkeit nicht, vergiss die Ehrlichkeit und die Loyalität nicht. Ich weiß, auch ich bin nicht der Pionier, ja, ich habe auch meine Fehler, aber ich erlaube mir zu lernen und zu wachsen und vor allem möchte ich dich daran teilhaben lassen. Danke für ein für mich unfassbares Jahr 2021. Wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Start in dieses neue Kapitel, alte Dinge abschließen, um Platz für neue zu machen. Kuss geht raus, wir sehen uns, dein Dominik, bis bald.